Durch die Demenzerkrankung meines Opas habe ich ihn auf eine ja, ganz andere Art und Weise kennengelernt. Als mein Opa die Diagnose Demenz bekam, wussten wir innerhalb der Familie überhaupt gar nicht damit umzugehen. Wir wussten nicht, ja, was wird auf uns zukommen, mit was müssen wir rechnen und vor allen Dingen, wie müssen wir uns jetzt gegenüber unserem Opa verhalten. Und das war schon sehr überfordernd. Das Erste, was uns so auffiel, dass mit Opa was nicht stimmt, war zum Beispiel, dass er mittags zu uns nach Hause kam und total vergessen hat, dass er am Morgen schon zum Frühstück bei uns war. Und das haben wir erst gar nicht so wahrgenommen und haben gedacht, ja, vielleicht ist er heute mal so ein bisschen vergesslich. Und es kam mit der Zeit immer mehr Veränderungen. Wie zum Beispiel, er öffnete die Tür nicht, er ging nicht mehr ans Telefon, kam nicht zu Verabredungen. Seine Wohnung war ein reinstes Chaos. Und ja, da merkte ich, dass seine Welt irgendwie auf dem Kopf steht gerade. Und mit der Zeit dachte ich, ich komme damit klar und war auch wirklich überzeugt davon, weil ich ja auch meine Erfahrung so mit ihm sammeln konnte zusammen. Aber dann passierte wirklich so das Allerschlimmste, wo ich wirklich niemals mit gerechnet hätte. Er hat mich nicht mehr erkannt. Bilder in mir, Geschichten von dir. Ich würde dir heute so viel sagen. Auch wenn er vielleicht nicht mehr wusste, wer ich bin, gab er mir immer das Gefühl, dass ich für ihn wichtig bin. Und das wirklich bis zum letzten Tag. Und wir entwickelten unsere ganz eigene Art, und ich würde auch sagen, besondere Art, uns zu verstehen. Und das hat uns bis zum letzten Tag verbunden. Und ich glaube, es war auch die Liebe. Und genau aus diesem Grund kann ich wirklich jedem nur raten, bleibt an der Seite eurer Liebsten, weil das ist genau das, was diese Menschen benötigen in diesen Zeiten. Stärke, Halt und ja, dass man mit ihnen einfach das macht, was sie schon immer geliebt haben, was sie schon immer gerne gemacht haben. Ob es das Lieblingsessen ist, was man kocht, geht mit ihnen spazieren, raus. All das, was diese Menschen glücklich macht, macht das und lasst vor allen Dingen wirklich nichts unausgesprochen. Ja, wie gehe ich mit solchen Erlebnissen um? Insofern, dass ich sie in Songs verarbeite, in der Musik. Und so entstand auch mein aktuelles Album. Und dort ist ja auch ein Song drauf, den ich meinem Opa widmen möchte. Und das ist der Song Irgendwann Irgendwo. Weil ich einfach fest daran glaube, dass man sich irgendwann irgendwo wieder sieht. Ich weiß, irgendwann, irgendwo sind wir wieder zusammen.